ein Jahr nach meiner Konfirmation, wie fühle ich mich? Wir hatten jetzt letztens in meiner Gemeinde eine Konfirmation und dann ist mir erst bewusst geworden, meine Konfirmation war vor einem Jahr. Das ist irgendwie sehr, sehr schnell vergangen, die Zeit auch. Hey, ich bin Frederik, ihr kennt mich schon aus den anderen paar Interviews mit den Jugendlichen und ich bin auch mal wieder da. Unverändert. Das ist so das erste Wort, was mir in den Sinn kommt. Wir hatten jetzt in den letzten paar Monaten mal das Glück, dass wir 3 Jugendtreffen machen konnten. Das war aber auch schon alles. Wir konnten da mal grillen an einem Abend. Das war zwar echt cool, aber von dem Jahr hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, durch Corona konnte man halt auch nicht viel ändern. Es hat sehr viel Freude gemacht, in die Gottesdienste zu gehen, zu den Jugendtreffen zu erscheinen und auch zu den Ausflügen, die mal am Wochenende stattgefunden haben. Die ersten paar Jahre, die ich in der Kirche war, war ich ein bisschen unaufmerksam, sage ich mal, im Gottesdienst. Das kennen sich ja die meisten. Man hat halt einfach nicht so dieses Aufmerksamkeitsgefühl, diese Stunde lang alles aufzupassen. Aber das kommt jetzt immer mehr mit der Zeit bei mir, dass ich einfach auch in meiner Freizeit noch mehr mit Gott beschäftige, im Gottesdienst deutlich mehr aufpasse, mir mehr aus den Predigten mitnehmen kann. Und ich glaube, das kann man schon so als reiferen Glauben definieren. Ich glaube, ich habe schon hier und da ein paar Sozialkompetenzen dazu erlernen können, mich mit Leuten zu unterhalten oder einfach offener zu werden und mich über meinen Glauben noch mal mehr austauschen zu können. Ja, einfach wirklich dieses Jugenderleben mit Jugendlichen sich zu unterhalten, die den gleichen Glauben haben, mit den Leuten was zu unternehmen, einfach ja, die Zeit zu genießen. Dass hoffentlich Corona vorbei ist und dann man halt die ganzen Aktivitäten nachholen kann und ein bisschen mehr in der Jugend machen kann. Darauf freue ich mich eigentlich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und was ich in letzter Zeit erlebt habe, seht ihr nächste Woche.